Willkommen zurück, Leute, bei Fire Emblem Radiant Dawn. Wir sind im 5. Kapitel und das sieht sehr gut aus, noch immer. Ist auch nicht weiter verwunderlich. Leider haben wir viele 50-50s verloren und konnten uns deswegen unten die Leuchtwehr nicht schnappen. Ist jetzt aber auch nicht weiter tragisch, das ist eh völlig optional. Wichtig ist, dass wir das Meistersiegel dafür geklaut haben. Und das haben wir geschafft und von daher, ja, wir sind schon im letzten Zug. Machen wir Sieger fertig und gut ist. Unsere letzte Runde. Und dann mal sehen, was unsere alten Mitstreiter dort bewachen. Zihak, Chill, Tao, Neo. Sind ja alles mächtige Leute. Die sicherlich nicht grundlos handeln. Ja, ja, ist gut. Ach, er hat einen Langspeer gehabt. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber ist auch egal. Das haut Volu eben auch nicht um. Und damit hätten wir es auch schon. Schön. General Tauro Neo, Zihak und Chill, wir haben uns nicht mehr gesehen, seit der Krieg vor 3 Jahren endete. Wer hätte gedacht, dass wir uns an so einem verlassenen Ort wieder treffen? Thorfe, du bist groß geworden, ich habe dich zuerst gar nicht erkannt. Es gibt so viel zu besprechen, aber fürs Erste sollte ich euch vorstellen, das ist Mikaya. Oh nein, und den Typen, den kennt man vielleicht auch noch. Auch wenn der ja echt gruselig gealtert ist, das muss man ja wirklich sagen, was hat der denn eigentlich gemacht? Der Unterschied zwischen Teil 9 und Teil 10 ist echt heftig. Wen haben wir denn hier? Kein Schritt weiter, wer seid ihr? Lord Izuka, gibt es keinen Grund. Es gibt keinen Grund zur Besorgnis. Dieser junge Mann hier ist Sofa, wir kennen ihn gut. Sofa, darf ich dir Lord Izuka vorstellen? Er ist Berater und enger Vertrauter von Prinz Peleas, König Ashnas Sohn. Mikaya, hast du das gehört? Der Prinz ist tatsächlich hier. Ich kann einfach nicht glauben, dass wir ausgerechnet euch drei als Wachen von Prinz Peleas hier getroffen haben. General Tauro Neo, wir kamen hierher, weil der Prinz angeblich Truppen in der Wüste zusammentrommelt. Wir möchten euch bei euren Plänen zur Seite stehen, dürfen wir uns euch anschließen? Ich bitte darum, da ein braucht allen Mut, den wir aufbringen könnten. Wir sollten zusammen weiterkämpfen. Aha, was glaubt ihr, wer ihr seid? Ihr könnt hier nicht einfach selbst Entscheidungen treffen und mich dabei ignorieren. Diese Leute sind verdächtig. Sehr verdächtig. Ihr seid alle Spione aus Venion. Los, sagt die Wahrheit. Wir sind der Bund der Morgenröte. Niemals würden wir diesen verlausten Vagabunden dienen. Der Bund der Morgenröte? Aber dann ist vielleicht das Mädchen... Nein, könnte das wahr sein? Bist du das Mädchen des Silberlichts? Kannst du mit deiner Gabe dem Opfer andere heilen? Was soll das? Nehmt eure Hände von ihr. Oh, dieser Zufall, oder ist es die Fügung des Schicksals? Oder ist es doch meine unvergleichliche Fähigkeit als Revolutionsführer? Ja, mit dem Mädchen des Silberlichts an unserer Seite sind wir der Unterstützung von einst voll ganz sicher. Und ja, dieser Stachel verstreute Rebellengruppen an. Und dann später die Zukunft, Änderungen. Hat er sich vielleicht den Kopf irgendwo angestoßen? Oh, ja, ja, ich werde sie bitten. Nein, nein, ich werde diesen Tauge nicht den Befehl aufzugeben. Perfekt. Oh Mann, ey, was ist das denn? Nur für ein Typ, wie Gollum in Menschengestalt, ohne Witz. Ich bin ein Genie. Kommt um, mein liebes Silbermädchen, ihr müsst unbedingt den Prinzen treffen. Sieht auch ein bisschen aus wie der Glöckner von Notre Dame noch dazu, na toll. Oh Göttin, dieser Mann könnte die Geduld eines Steins erschöpfen. Sieh mal einer an. Seht vor euch, steht der Einzige, der herrschaftliche Prinz Peleas, durch dessen Adern das Blut von der einst Königin fließt. Und hier ist die Gemahlin und Königin unseres verstorbenen König Ashna, Lady Almeda. Was ist mit euch los? Ihr steht noch? Hat die Wüste eure Gehirne ausgedörrt? Kniet nieder vor der einst Königsgeschlecht. Es ist in Ordnung, Izuka. Bitte lassen wir die Etikette doch einfach mal beiseite. Ich weiß noch nicht sehr lange, dass ich ein Prinz bin. Diese ganzen Feierlichkeiten sind mir noch völlig fremd. Wie meint ihr das? Bis vor einem halben Jahr, da fand mich Izuka, wurde ich als Bürgerlicher erzogen. Um ehrlich zu sein, es fühlt sich immer noch wie ein Traum an. Dass ich der Sohn König Ashnas bin, überwältigt mich. Sag nicht solche Dinge, mein Liebling. Du bist mein eigener, mein süßer Sohn, Prinz Peleas. Ja, niemals wieder wirst du getrennt von mir sein. Nein, niemals wieder. Das reicht jetzt an Nettigkeiten, sollten wir zum Geschäft übergehen. Also, Mikaya vom Bund der Morgenröte, hiermit ernenne ich euch zum General der Armee der Freiheit von da ein. Wie bitte, was meint ihr damit? Wartet einen Moment, ich weiß, das Angebot zu schätzen, Izuka, doch leider kann ich es nicht annehmen.
Ich verfüge weder über Kriegserfahrung, noch bin ich in Kampfstrategien eingeweiht. Doch beides ist für einen General unabdingbar. Wieso zögert ihr? Seid ihr kein Mitglied des heldenhaften Bundes der Morgenröte, dessen ruhmreiche Taten ihm weit vorausschreiten? Er dient dem Prinzen und ihr müsst euch vor Benio nicht weiter verstecken. Ihr könnt ihm ohne Scham gegenübertreten. Euer Plan ist schlecht getarnt. Ich durchschaue eure Absichten. Micaiah soll euch nur als Galionsfigur für eure Revolution dienen. Ist das ein Problem? Ja, das ist ein Problem. Sie ist keine Statue, die ihr zur Schau stellen könnt. Wenn ihr dies tut, müsst ihr auf mich verzichten. Ich sehe das genauso. Micaiah, bitte wartet doch. Das haben wir nicht so gemeint. Ihr seid nicht die Einzige, die über das Kämpfen nichts weiß. Mir geht es ebenso. Aber wenn ich nichts unternehme, wird dahin immer weiter verwüstet. Also muss ich all meinen Mut aufbringen. Bitte, alles, worum ich euch bitte, ist, dass ihr es mir gleich tut, Micaiah. Für die Zukunft da eins. Schießt ihr euch uns an? Prinz Pelias, ich werde es tun. Micaiah? Danke. Und im Tausch werdet ihr sicherlich alles in eurer Macht Stehende tun, um da einen vor der Herrschaft Benions zu befreien? Das verspreche ich. Ich vertraue euren Worten. Na gut, na gut. Zumindest wirkt er völlig anders als Ashnar, das kann man schon sofort sagen, das ist klar. Aber hoffentlich ist auch alles positiv, wir werden sehen. Ich glaub's einfach nicht. Sofer, wieso bist du so wütend darüber? Da fragst du noch, du weißt, dass uns das Licht der Öffentlichkeit nicht steht. Dein Vorhaben zerrt uns noch mehr in den Vordergrund. Das bist nicht du, Micaiah. So etwas sieht ja nicht ähnlich. Während des Krieges, als wir getrennt waren, hast du dich verändert, Sofer. Und auch ich habe mich verändert. Das Einzige, was ich möchte, ist, dahin zu beschützen. Unser Volk braucht Rettung und wenn ich dazu beitragen kann, tue ich das. Du würdest dafür sogar dein Leben riskieren und dein wahres Wesen aufgeben? Ja, aber das ist nicht alles. Prinz Pelias hegt denselben Wunsch wie ich spür's. Tief in seinem Herzen möchte er da einen retten. Ich weiß, dass wir das schaffen können, wenn wir zusammenarbeiten. Und was ist mit der Stimme, von der du mir erzählt hast? Die Stimme, die dich vor Gefahren warnt? Diese Stimme gibt mir recht, Sofe. Die meisten der Visionen, die sich mir zeigen, die meisten leuchten voller Hoffnung. Na gut, ich vertraue dir, aber das Wichtige ist, ich glaube an dich. Ich stelle mich nicht mehr gegen dich. Aber etwas möchte ich dir doch noch sagen. Was denn? Ich werde dich beschützen. Das weiß ich doch, das musst du nicht nochmal betonen. Ich wollte nur sicher gehen, dass du das weißt. Oh, Sofe, ich danke dir. So, na, wenn das mal nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Und das hat nochmal richtig satt Erfahrungspunkte gegeben, sehr schön. Freut mich. Dann kann's ja weitergehen. 3 Jahre sind vergangen, seit Daein mit seiner gesamten Streitmacht ins benachbarte Krimea einfiel und sich einen blutigen Weg bahnte. Mit der folgenden Niederlage Daeins wurden auch die Träume seines Regenten, des verrückten Königs Ashnar, begraben. Sanft und aufrichtig stellt Pelias, der Sohn Ashnars, einen starken Gegensatz zu der Falschheit und Gewalt seines Vaters dar. Zwar scheint er diesen schweren Zeiten nicht gewachsen, doch ist seine Gegenwart, Micaiah, sehr willkommen. Zum rechtmäßigen Thronerben erklärt, wird der Name Pelias schnell zum Schlachtruf für Daein. Ihm zur Seite steht der einzige Mensch, der in seinen Augen die Armee der Freiheit führen kann. Das Mädchen des Silberlichts. Kapitel 6. Hisst die Flagge. Okay. Na, das ist ja mal verheißungsvoll wieder. Jetzt kann die Action richtig losgehen, oder? Freistaat Madanero. Was ist denn hier schon wieder los? Versammlungen sind verboten. Eine Verletzung dieses Verbots führt zur sofortigen Bestrafung. Versammlungen? Wir haben uns nur am Brunnen unterhalten. Ruhe, keine Ausreden! Boah, ey. Benion ist wieder so fies. Das gibt's doch nicht. Go! Alter Schwede, ey. Die mussten mal richtig vermöbelt werden. Ist das gerade wirklich passiert? Lady Fiona, die selbsternannte Armee der Freiheit, ist auf dem Vormarsch. Laut Befehl hat die Armee von Madanero den Auftrag, mit uns zu ziehen. Verstanden, General. Wir treffen sofort Vorbereitungen, doch muss ich das Verhalten eurer Soldaten ansprechen. Ein neuer Krieg steht vor der Tür. Als euch Ashnar im letzten an die Waffen rief, habt ihr diesen Ruf überhört. Ihr herrscht besonnen und weise. Ich rate euch Folgendes: Gefährdet euer Volk nicht, indem ihr meine Soldaten durch den Dreck zieht. Ich gehe davon aus, dass ihr diesmal den Ruf des Imperiums hören werdet. Ich möchte offen mit euch sprechen. Wir sind stolze Bürger Daeins. Einige von uns teilen die Meinung der sogenannten Befreier.
Doch werde ich meine Leute nicht über alberne Gerüchte von dahergelaufenen weißen Prinzen in Gefahr bringen. Das freut mich zu hören. Ich brauche einen Freiwilligen. Folge jedem Schritt dieser Frau. Ich traue ihr nicht weiter, als ich sie werfen kann. Boah, dieser Spruch. Auch ganz schön hart. Das Lager der Armee der Freiheit. Ja, jetzt passiert auf jeden Fall einiges. Jetzt sind wir nicht mehr diese kleine Gruppe hier. Jetzt sind wir in größeren Plänen involviert, wie man deutlich sehen kann. Jetzt nimmt das Ganze Fahrt an. Ah, die Gerüchte, die meine Agenten gestreut haben, verbreiten sich nun wie ein Lauffeuer war da ein. König Aschnachter ließ eine weiße Mädchen des Silberlichts an der Seite von Prinz Pelias. Nun haben wir also die Aufmerksamkeit der Leute und schnappen uns ihre Herzen. Wir preisen unsere Retter, entfachen die Rebellion, stürzen uns in den Kampf und besiegen ruhmreich unsere Feinde. Sind wir überhaupt stark genug, um die von euch erwähnte Rebellion zu starten und den Sieg zu erringen? Das überlasst schön mir. Sich diese ausgeklügelten Strategien auszudenken, würde eure jungen Gemüter nur überfordern. Sorgt euch nicht beim Prinz. Nach einhergehender Untersuchung habe ich die Orte für den Angriff genau festgelegt. Sammelt euch um mich, meine Helfer. Hier ist mein Plan für unseren nächsten Schlag. Greift die Armee der Freiheit einen jener Orte an, dann ist uns der Sieg endgültig sicher. Wie ich es von euch erwartet hatte, Izuka. Ein ausgeklügelter Plan. Gut zu wissen, dass ich auf euch zählen kann. Unser nächstes Ziel ist Tal Rega. Es liegt nahe an der Grenze. Seine Bürger lehnen die Herrschaft Benions ab. Nein, Tal Rega würde uns nichts bringen. Was? Wie kommt es, dass meine Entscheidung von diesem Kind hinterfragt werden? Es ist der falsche Zeitpunkt. Der Regen wird uns nicht vorankommen, geschweige denn kämpfen lassen. Sie hat recht. Ich stamme aus Tal Rega und kann mich gut an die Erdrutsche und Fluten in jedem Frühling erinnern. Die Bergstraße, die uns zum Ziel führen soll, ist in der Zeit immer besonders gefährlich. Was? Dieser Typ, oh Mann, ey. Unmöglich! Meine Strategie ist ohne jeden Makel. Sie ist perfekt, eine Frechheit! Mikaya, was sagst du? Wo sollten wir dann angreifen? Terrin. In Terrin könnten wir mehr Glück haben. Terrin liegt ebenfalls in den Bergen, aber im nördlichen Teil, der trockener und wo das Wetter vorhersehbar ist. Mikaya, das ist umwerfend. Welch Glück, dass wir euch zum General ernannt haben. Ihr gebt mir Hoffnung. Lady Mikaya, nur wenige Außenseiter wissen um die Erdrutsche in Tal Rega. Seid ihr womöglich schon einmal dort gewesen? Mikaya verfügt über eine große Gabe als Seherin. Der Bund der Morgenröte schuldet ihr Leben und Freiheit. Aha! Meine Güte, Izuka, was habt ihr? Sie kann den Ausgang von Kämpfen vorhersehen. Ja, fantastisch. Wieso hat mir das niemand mitgeteilt? Dieses Silbermädchen wird immer interessanter. Und mal ehrlich, meine Voraussicht, sie zum General zu ernennen, war vorausschauend. Nein, sie war genial. Hervorragend, das passt ja. Verbeugt euch alle vor dem Silbermädchen und ihrer Gabe. Brechen wir nach Terrin auf. Gott, oh Gott. Was ist das nur für ein Typ? Naja, wenigstens sind wir jetzt in der Basis, oder? Puh, meine Nerven. Erstmal will ich mal kurz sehen, ob hier irgendwas möglich wäre. Ah ja, hier kann man eine Unterstützung hochsetzen. Mit Pfeilen wurde das immer markiert. So rum, okay. Ein sehr starker Support, den wir gerne stärken. Hoho. Jetzt haben wir schon AW plus 15 da rausgeholt. Das ist doch mal ordentlich. Der Rest braucht noch ein bisschen, aber ist ja kein Problem. Absolut nicht. Oh, Wolu hat ja auch eine Erdaffinität. Erde ist einfach so toll. Wir gehen mal die Gespräche hier durch. Ja, das habe ich auch gehört, das mit dem Licht und diesem Silber. Seid ihr etwa das Mädchen des Silberlichts? Hä? Oh, ihr seid das Mädchen des Silberlichts. Oh, meine Güte. Ihr kämpft an der Seite von König Aschnas Sohn, um da einen zu befreien, stimmt's? Oh, wir haben schon so viel von euch gehört. Oh, welch Segen, welch Segen. Wir warten alle auf den Tag, an dem ihr uns diesen verdreckten Soldaten aus Benion befreit. Bitte nehmt dies. Es ist nicht viel, aber das Dorf hat etwas dazugegeben. Oh nein, ich kann das wirklich nicht. Danke, wir wissen eure Fürsorge zu schätzen. Wir alle zählen auf euch. Bitte befreit unser Land. Sieht aus, als sei Izukas Propaganda sehr effektiv. Mhm. Du wolltest nicht, dass ich das Geld nehme, oder? Nein, es ist nur... Ach, vergiss es.
Los, sag schon, was habe ich diesmal falsch gemacht? Du willst es mir nicht sagen, na toll. Dann lass uns eben die anderen suchen. 1000 Gold erhalten. Naja, ich meine, für die Befreiung, warum auch nicht? Du wirst also hier bleiben. Ich weiß, deine Sorge zu schätzen, aber ich... Du kannst Pelias jetzt nicht allein lassen, das ist doch so. Das stimmt. Dann nimm wenigstens das hier. Ein Sendstein? Du weißt doch noch, wie man ihn einsetzt. Natürlich weiß ich das noch, aber es ist ein so kostbares Geschenk, bist du dir ganz sicher? Ich danke dir, Kurt. Kurt, wo bist du? Ich muss jetzt gehen. Bitte pass auf dich auf. Und du auf dich. Kurt? Mikaya, es ist so schön, euch zu sehen. Kurt, wir brechen nach Terrin auf, das ist ziemlich plötzlich. Ich weiß, ehrlich gesagt, bin ich auch überrascht. Ich verstehe, ihr werdet also eure Pflichten als General dieser Armee der Freiheit erfüllen? Ja. Ich verabscheue jede Form der Gewalt. Ich finde, ihr solltet nicht kämpfen. Kurt, ich kämpfe nicht, weil es mir gefällt. Das weiß ich doch. Ich weiß, ihr wünscht, es gäbe einen anderen Weg. Und ihr fühlt, dass dies der einzige Weg ist, euer Land zu retten. Hier, nehmt dies. Was ist das? Auf das es euch beschütze, Mikaya. Ich muss euch nun verlassen. Ich werde in meine Heimat zurückkehren. Was, warum so plötzlich? Verzeiht, Mikaya, aber um die Wahrheit zu sagen, bin ich so nah am Kampfgeschehen immer vor großer Angst erfüllt. Vielen Dank für meine Rettung und danke für die kurze Zeit, die wir miteinander verbringen konnten. Ich habe sie ungeheuer genossen. Werde ich euch je wiedersehen? Wer weiß, warum überlassen wir das nicht? Ja, überlassen wir es der Göttin. Das müssen wir wohl. Heilung erhalten, auch sehr schön. Ein nützlicher Skill. Sehr schön, sehr schön. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz nachsehen, ob irgendwer Erfahrungspunkte technisch sehr am Limit ist. Ja, hier zum Beispiel. Hier eigentlich auch. Will ich das über Bonuserfahrung machen, ist immer die Frage, weil man hier unterschiedliche Verteilungen hat. Ihr wisst das, ja? Hier steigen ja immer definitiv 3 Werte. Ja, das ist so fragwürdig, ob ich das machen will tatsächlich. Das ist nicht so wie in Path of Radiance, wo es immer eindeutig ist, weil es keinen Unterschied macht. Aber hier muss man schon immer nachdenken, ob man wirklich Bonuserfahrung verteilen will oder nicht. Ich meine, 3 Werte, die sicher steigen, aber per RNG kann man natürlich auch mehr rausholen, wenn man möchte. Aber natürlich auch weniger. Ich meine, sie ist zum Beispiel jemand, der hat eigentlich 70% auf 3 Werte. Das heißt, die steigern eh eigentlich fast immer. Ich gebe jetzt mal Illy 4 Punkte. Mal sehen, was steigt. Okay. Ja, die Fähigkeit ist ganz gut investiert, glaube ich. Auf jeden Fall schon mal. Das sagt mir schon eher zu. Und schnell ist er sowieso eigentlich schon für ihr Level. Das passt definitiv. Ich sollte mal bei Fähigkeiten auch noch gucken. Also, wer hat denn eigentlich relativ viel... Warte mal. Ach so, ihm habe ich ja Schicksal gegeben. Das hatte Mac übrigens. Stimmt. Das bedeutet, er kann aktuell nicht gecrittet werden. Wobei ich das wahrscheinlich jetzt erstmal wieder rausnehme. Zugunsten von Heilung, denke ich mal. Heben wir uns wieder auf. Flop. Ich glaube, dass Heilung bei ihm recht gut investiert ist. Das ist eben 10% der Gesamt-KP jede Runde heilen. Zusammen mit guten Ausweichskills ist ganz nett. Wobei Volu würde bald schon 5 heilen, das wäre auch ziemlich nice. Er hat jetzt aktuell erstmal Raubtierfeind bekommen. Ich muss mal gucken. Und allgemein, wir haben jetzt neue Einheiten. Das heißt, ich kann auch so oder so noch einiges umverteilen, wenn ich möchte. Ziehhack ist mittlerweile auch dabei. Es ist so cool, dass Ziehhack hier Adept hat ohne Zusatzkosten. Das weil es sein Classic-Skill ist, den er immer dabei hat. Disziplin muss weggenommen werden von Eddie auch. Ist auch klar. Ja, die Fähigkeitsverteilung mache ich jetzt, glaube ich, direkt so. Wir werden, glaube ich, sowieso nicht so viel ändern diesmal. Kühnheit zum Beispiel könnte ich mitnehmen, aber ich weiß nicht. Wie viel kostet Kühnheit aktuell? 15, echt? Okay. Ich dachte, es wäre sogar mehr. Ich dachte, es wären 20. Tauroneo ist momentan absolut OP, muss man dazu sagen. Also, man sollte vorsichtig sein mit dem Einsatz. Ihr seht das schon, der ist ja schon teilweise so nah am Maximum. Das ist echt krank. Und er wird... Ja, wir sollten ihn erstmal nicht großartig einsetzen. Er klaut Erfahrungspunkte ohne Ende. Ziehhack hingegen, ja, der kann auch noch viel wettmachen. Und Ziehhack ist sowieso mit... Meiner Meinung nach ist es ja sogar der nützlichste Schwertmeister. Aber da streiten sich immer alle drumrum. Weil alle Schwertmeister grundsolide sind in dem Spiel eigentlich, wenn man es genau nimmt. Aber Ziehhack ist halt, ja... Er hat auch schon ein Schwert, Waffenlevel S natürlich, die Erdaffinität. Alles, was mir sehr zusagt, definitiv. Und dementsprechend will ich ihn auch trainieren. Auf Tauroneo verzichte ich wahrscheinlich sogar in dem Kapitel, denke ich mal. Oder ich stelle ihn wirklich nur als Wall auf. Ja, das ist, denke ich, eine ganz sinnvolle Sache, das so zu machen. Gefällt mir noch ganz gut.
Was können wir hier verteilen? Gar nichts, wow. Ja, bei dir hätte mir zum Beispiel Disziplin ganz gut gefallen, oder? Ja, auch schon auf dem Level B, nee. Und du bist ja, wie gesagt, bei S, also... Du würdest aktuell 3 KP jedes Mal regenerieren. Das Problem ist, sowas wie Schicksal kann ich mir auch aufsparen, weil... Was will er schon damit anfangen? Als Schwertmeister ist er eh schon mit seiner kritisch Ausweichrate mit 11 aktuell... Ja, ganz gut dabei, okay, es geht so... Stimmt ja. Mikaya tankt aktuell am meisten weg, was das betrifft. Also, mein Crit-mäßig 22% rauszunehmen, ist schon genial. Ablegen will ich auch nicht. Ich muss nur kurz echt überlegen, was ich als nächstes verteile. Er hat auch schon Waffenlevel A. Eventuell verteile ich Disziplin hier nochmal drauf, weil die einfach enorm profitieren. Er hat auch schon Axt-Level A. Leonard werde ich nicht trainieren, das ist egal. Edward hat sein A-Level. Das wirkt sich, glaube ich, nicht drauf aus. Oder hat sich Disziplin ja auch auf Stäbe ausgewirkt? Das bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob Disziplin auf Stäbe gewirkt hat. Muss ich mal nachrecherchieren. Wenn es das getan hat, dann wäre das sogar ganz sinnvoll. Auf der anderen Seite, du bist jetzt bei Donner B. Mhm. Könnte ich auch machen, oder? Ja, das würde reingehen. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Bei Aaron ist auch so jemand, den will ich eigentlich nicht unbedingt mitnehmen. Ja, du konntest mit den Disziplinen jetzt auch nichts anfangen. Das ging ja auch gar nicht. Bei dir ist es utopisch, bei dir ist es auch utopisch. Dann ist es eigentlich eindeutig. Dann kriegst du erstmal Disziplin. Kann mir den Skill schon mal weg. Okay. Nummer 1. So, wer darf nicht gecrittet werden? Wer hat eine richtig miese KA? Also so alles unter 10 kommt in Frage. Und natürlich muss die Kapazität aber auch stimmen. Das wird ja auch bei den wenigsten gerade gegeben sein. Dir entferne ich auch mal kurz Raubtierfeind. Okay, sehr schön, gut zu wissen. Was kann ich dir geben? Schicksal oder Heilung? Du hast jetzt eine KA von 13. Ich meine, er heilt eben bald 5 KP jedes Mal, das wäre ganz ordentlich. Und du kannst mit keinem Skill mehr was anfangen. Da ist genau das Gleiche. Die sind alle noch in ihrer Anfangsklasse. Die sind ja noch nicht weiterentwickelt. Manche sind weiterentwickelt. Die haben natürlich mehr Kapazität. Ich meine, Ziak ist jemand, der wird oft an die Front gestellt. Ist aber jetzt auch nicht super tanky. Deswegen sollte man aufpassen. Das sind beides gute Investitionen. Schicksal als auch Heilung. Aber ich kann ja eh immer wieder umverteilen. Bei Thofer ist es immer schwierig, wenn er mal getroffen wird. Das ist nicht so cool. Von daher gebe ich immer die Heilung, glaube ich. Dann darf Ziak von mir aus erstmal mit Schicksal weitermachen. Und Raubtierfeind, wer kriegt das jetzt? Setze ich es wieder zurück. Kann ich mir auch vorstellen. Sonst ist ja hier wirklich keiner wirklich, ja, gut dabei. Dann kriegst du erstmal nochmal den Raubtierfeind zugeordnet. Dann passt das auch ganz gut. Wir sehen mal ganz kurz im Itemshop. Da gibt es ein weiteres Card zum Beispiel. Will ich das wirklich kaufen? Ich weiß gerade gar nicht. Ich denke, ein Wurfball wäre noch ganz praktisch. Und vor allem müssen wir mal Sachen in den Vorrat legen. Sowas hier zum Beispiel. Wir haben ja recht viel mitgehen lassen. Das ist natürlich auch ganz nett. Also, die Silberlanze kommt auch weg. Du kriegst später eine Bronzelanze oder so, ganz im Ernst. Und du hingegen brauchst wiederum ein Schwert oder gleich 2 Stück. Noch besser. Volles Programm. Du siehst ja auch schon tipptopp mit dabei. Habe ich schon irgendwo eine weitere Lanze? Okay, das ist nur die Silberlanze aktuell. Ich glaube auch nicht, dass irgendwer sonst Waffen Level A hier hat. Absolut nicht, oder? Nee. Ist utopisch. Dann kriegt der Gute eine Bronzelanze und ansonsten passt das ja auch schon großartig. Extra-technisch habe ich auch nicht wirklich großartig Equipment dabei. Das Wurfball, das reicht eigentlich auch noch eine ganze Weile. Ja, du hast deine Stahlaxt. Und auch sonst sind wir eigentlich von der Verteilung aktuell sehr, sehr gut mit dabei, Leute. Ja, wisst ihr was? Dann fülle ich jetzt den restlichen Part, glaube ich, sogar noch mit den Vorbereitungen hier mal. Das kann man schon auch mal so noch unterbringen. Warum eigentlich auch nicht? Mhm. Sieht eigentlich alles ganz gut aus. Jetzt will ich mal kurz sehen, was wir alles an Zusatz-Items bisher haben. Also Engelsrobe, Energietropfen, Geist, Drakoschild, 2 Meistersiegel, Türschlüssel, okay. Sonst haben wir nicht so viel. Sofa bekommt diesmal eventuell schon mal bessere Sachen. Zumindest das Card würde ich ganz gerne ihm wieder geben. Genau. Boah, das passt schon. Kann er mal mitnehmen. Habe ich noch gar nicht großartig benutzt bisher.
Die Frage, will ich sonst irgendwas verteilen? Ich glaube nicht, dass das irgendwo großartig notwendig wäre. Bereits jetzt. Ich bin mit sowas ja immer sparsam und heb mir die ganz gerne auf. Auf der anderen Seite finde ich es immer doof, wenn man dann erst in den letzten Kapiteln Gebrauch macht von Status-Items. Das ist nämlich das andere. Ich meine, Nolan ist auch so ein totaler Frontkämpfer bei uns zum Beispiel. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der recht viel maxen wird. Also ist das auch wieder schwer einzuschätzen. Und ich meine, da ist sowieso nicht die Front gegeben in der Regel. Da will ich gar nicht so sehr auf Verteidigung gehen. Da ist mir die Ausweichrate nämlich wichtiger bei Magiern eigentlich meistens. Das ist schon auch recht normal, das so zu betrachten. Aus Chill kann noch viel werden. Die hat viel Potenzial. Aber halt nur Potenzial. Ich meine, Ziyak ist jemand, den stellst du auch an die Front. Deswegen könnte man schon auch noch die Defensive mit reinnehmen. Ist schon ein Frontkämpfer, aber auch ein bisschen fragil. Das ist was anderes wie bei Magiern. Trotz allem bin ich mir da noch unsicher. Und ich glaube, ich lasse es erstmal. Ich verteile die noch nicht. Nee, das ist Quatsch. Nicht überstürzen hier. Nicht, dass man es bereut. Ich will mal ganz kurz gucken, ob Taone auch schon irgendwie... Ja, er hat Axt auf A. Okay, interessant. Wow, Lanze S, Axt A. Krass. Aber mit der extremen Stärke, ich weiß nicht. Selbst mit Bronzewaffen haut er doch fast alles um, oder? Nein, keine Bronzeaxt. Ich meine, ich nehme mal eine. Das kann ja jetzt nicht schaden, denke ich mal so. Ich meine, wie viel Schaden macht er aktuell? Er macht jetzt 28 und da sind die anderen immer noch deutlich drunter. Er hier mit seiner Axt kommt gerade mal so hin vielleicht. Volu ist noch vergleichbar. Und das, wenn der Typ gerade mal mit Bronze rumrennt. Dass Mikaya tatsächlich die, die am meisten Schaden macht. Und das auch noch magisch aktuell. Alter Schwede, das ist schon krass. Aber ich nehme mal den Langspeer auch mit. Du wirst wahrscheinlich auch kein Heilmittel brauchen, oder? Wann wirst du bitte schön großartig Schaden nehmen? Das ist eigentlich auch utopisch. Naja, ich heb's mir mal auf. Ja, das passt schon so, Leute. Wollen wir noch reinschauen? Ja, doch. Ich würde sagen, das geht noch. Bis zur Aufstellung. Eine kleine Gruppe kommt von Osten heran. Es scheint die Armee der Freiheit zu sein. Und völlig unwissend wandern sie in die Falle, die wir ihnen gestellt haben. Ein bisschen tun sie mir leid. Der erste Zug soll in Stellung gehen. Was ist das denn schon wieder für ein Typ? Sollen wir auch aufbrechen? Nettes Angebot, Lady Fiona, aber der erste Zug reicht erst einmal. Madame Noro soll sich da nicht einmischen. Ups, Madame Noro war es, nicht Madame Nero. Ups. Ich verstehe, wenn das so ist, werden wir bei dieser Gelegenheit die Arbeit der Armee von Benion verfolgen. Ich glaube, ich vorhin falsch gehabt, aber egal. Ach, da sind wir auch schon. Wunderbar, dann ist das auf jeden Fall drin gewesen. Dann ist das sowieso ganz gut, wenn ich hier aussteige. Dann kann ich mir in Ruhe mal die Map ansehen zuvor. Alle Einheiten untersuchen und so weiter. Ihr wisst ja, was eben alles dazugehört. Und Tauroneo ist, glaube ich, wirklich einfach nur ein Schutzschild in dem Fall. Der haut doch eh wahrscheinlich fast alles um. Ich meine, Verteidigung 8... gegen aktuellen Angriff 28. Ja, der macht 20, 20, fertig. Das war's dann. Der Angriffsgeschwindigkeitsvorteil kommt noch dazu als General aktuell. Der ist aktuell jetzt gerade in dem Moment ist dann etwa so broken, wie bei uns Gatri zum Schluss war. Vergleichsweise, glaube ich, fast. Kann man, glaube ich, gerade ganz gut vergleichen, ja. Also... sollten wir es nicht übertreiben und am besten sogar die Waffe noch wegnehmen, um ehrlich zu sein. Aber ich freue mich schon, erst endlich mit ein paar neuen Einheiten zu kämpfen. Das wird sehr, sehr cool. Sind wir auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und dann würde ich sagen, Leute, bis zum nächsten Part von Fire Emblem Radiant Dawn.